Ja, guten Abend allerseits und herzlich willkommen zum Vortrag von Klima Mitbestimmung jetzt in der Public Climate School der For Future Bewegung. Wir freuen uns mega, heute die Möglichkeit zu haben, unsere Forderung nach der Einberufung eines bundesweiten Klimabürgerinnenrates vorzustellen. Fridays for Future Deutschland hat letzte Woche in einer Delegiertenabstimmung mit 95% Zustimmung beschlossen, unsere Petition zu verbreiten und einen offenen Brief mit der Forderung mit zu unterschreiben. Ihr dürft also besonders gespannt sein über diese neueste Entwicklung in der deutschen Klimabewegung. Fragen könnt ihr gerne über den Tweetback-Link senden. Diese werden wir dann nach der Präsentation beantworten. Vorab möchte ich euch bitten, uns ein Stimmungsbild zu geben über folgenden Mentimeter-Link. Wir möchten von euch wissen, wie viel Vertrauen habt ihr da drin, dass unsere Demokratie der Klimakrise angemessen begegnen kann? Abstimmen könnt ihr unter diesem Link und ich warte mal eben eine halbe Minute, um zu schauen, wie sich das Stimmungsbild ergibt. Für alle, die einen schönen guten Abend, für alle die, die jetzt noch neu dazugekommen sind zu unserem Vortrag. Wir wollen gerade von euch wissen, wie hoch ist euer Vertrauen, dass unsere Demokratie die Klimakrise angemessen angehen kann? Und dazu würden wir euch bitten, abzustimmen auf www.menti.com mit dem Code 10147272. Vielen Dank. Danke, Mira, nochmal. Genau, wir merken so gerade, das ist eher so im Mittelfeld bewegt sich das. Also so ja, das Vertrauen. Könnt gerne mal ein bisschen weiter auch weiter abstimmen. Ich würde jetzt erstmal mit dem Inhaltlichen weitermachen. Der Link ist nach wie vor offen. Bevor wir ins Inhaltliche gehen, möchte ich euch eben die ReferentInnen des heutigen Abends vorstellen. Mein Name ist Simon Weben. Ich habe selbst bei ein paar der IPCC-AutorInnen studiert und kenne mich deswegen ganz gut mit den Klimaberichten aus. Janosch Pfeffer und Mira Pitz haben beide Politikwissenschaft studiert und speziell auch zum Thema BürgerInnenräte gearbeitet. Mira Pitz hat zum Beispiel ihre Masterarbeit zu KlimabürgerInnenräten geschrieben. Wir sind Mitglieder der bundesweiten Initiative Klima Mitbestimmung jetzt. Wir sind eine unabhängige Initiative junger Menschen, die überzeugt sind, dass wir als Gesellschaft mehr für den Klimaschutz tun können. An den Startpunkt unserer Initiative habt ihr sicherlich noch bildhafte Erinnerungen. Ich rufe euch mal die Stimmung vor einem Jahr noch mal ins Gedächtnis. Der Erfolg der Klimabewegung war enorm. Der Slogan "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut" hat viele Mitglieder älterer Generationen zum Nachdenken und teilweise auch zum Umdenken gebracht. Die Forderung, auf die Wissenschaft zu hören, ist so einfach und so einleuchtend, dass sie den Klimaschutz wirklich in die Mitte der Bevölkerung gebracht hat. Klimaschutz wird erstmals zum wichtigsten Thema unter WählerInnen, wie Umfragen zeigen. Aber am selben Tag, an dem Fridays for Future Millionen Menschen auf die Straßen bringt, verabschiedet die Bundesregierung ihr Klimapaket. Ottmar Edenhofer sagte dazu, die Politik habe es nicht verstanden, das Notwendige möglich zu machen, und das Klimapaket sei ein Dokument politischer Mutlosigkeit. Die Klimabewegung ist frustriert und fassungslos. Wie kann das sein? Wir sind die größte und lauteste Klimabewegung jemals. Warum hört man uns nicht? Und genau an diesem Punkt setzt unsere Initiative an. Wir fragen uns, was fehlt der Politik? Wie können wir unseren PolitikerInnen Mut machen, das Notwendige möglich zu machen? In diesem Vortrag werden wir versuchen, unsere Antwort auf diese Frage zu verdeutlichen. Und kurzer Spoiler: den Hashtag oben zu hinterfragen, ist bereits ein guter Anfang. Der nächste Teil wird für euch ein Heimspiel. Er bezieht sich nämlich auf eure Wuppertal-Studie. Aber aufgepasst, ich lege sie ein bisschen anders aus und ich setze andere Schwerpunkte. Ganz platt gesagt,
sieht die Wuppertal-Studie in Bildern im Prinzip so aus wie die meisten Klimaschutzstudien der letzten Jahrzehnte. Massiver Infrastrukturausbau für erneuerbare Energien, weniger Flugverkehr, weniger Autoverkehr, CO2-Bepreisung auch im Gebäudesektor. Gut, hier fehlt die Landwirtschaft, aber wir wissen alle, was da drin stehen würde, weniger tierische Produkte. Soweit, so bekannt. FFF hat eine gute Zusammenfassung dieser Maßnahmen auf ihre Webseite gepackt und zitiert auf ihrer Webseite auch direkt aus dem Bericht. Das 1,5-Grad-Ziel und CO2-Neutralität bis 2035 sind aus technischer und ökonomischer Sicht zwar extrem anspruchsvoll, grundsätzlich aber möglich. Und ist der gesellschaftliche und politische Wille gegeben, stehen der Zielerreichung keine unüberwindbaren Hindernisse entgegen. Und jetzt behauptet im Folgenden, wird auf der Webseite im Folgenden behauptet, der gesellschaftliche Wille ist da, die Unterstützung unserer Forderungen enorm. Jetzt liegt es an den PolitikerInnen aller Parteien, endlich faktenbasiert über das Klima zu sprechen und zu handeln. Doch Achtung, keine falschen Schlüsse ziehen. Das hört sich gefährlich nah nach der alten Leier an. Wir wissen, was wir tun müssen. Die Lösungen sind da. Wir müssen sie nur umsetzen. Diese Sprüche hören wir aber seit Jahrzehnten. Da müssen wir uns doch fragen, was fehlt zur Umsetzung der Lösungen? Der Bericht sagt nichts darüber, ob oder inwiefern der gesellschaftliche und politische Wille wirklich da ist. Und wie mein Kollege Janosch später erklären wird, haben wir Grund, an beidem zu zweifeln. Fragen wir uns also mal, wie können wir den gesellschaftlichen und politischen Willen zur 1,5-Grad-Politik befördern? Schauen wir uns dafür den Bericht nochmal ein bisschen genauer an, und zwar gerade in die Teile, die es nicht in die Zusammenfassung auf der Webseite geschafft haben. Die AutorInnen sehen einigen Bedarf an einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion. Und wenn sich im Folgenden einzelne Formulierungen sperrig anhören, dann deswegen, weil ich direkt aus der Studie zitiere. Die Studie wirft Fragen auf, die wir uns laut AutorInnen stellen müssen, um ehrliche und transparente Antworten zu finden. Inwieweit akzeptieren wir als Gesellschaft den massiven Ausbau von erneuerbaren Energieinfrastrukturen? Sind wir bereit, mit gewohnten Routinen zu brechen und unser Verhalten zu ändern? Sind wir in der Lage, die Veränderungen fair und auch für ökonomisch benachteiligte Mitglieder der Gesellschaft zu organisieren? Hat die Politik die Fähigkeit, den gesamten Zeitraum der Transformation konsequent steuernd einzugreifen? Die Studie gibt keinen Fahrplan für die Transformation. Sie stellt vielmehr einen Werkzeugkasten einzelner Handlungsoptionen vor. Wie wir damit umgehen wollen, müssen wir aber als Gesellschaft entscheiden, und dafür braucht es gemeinsame Visionen und gemeinsame Prioritäten, die eine solche Studie aus Sicht der AutorInnen nicht leisten kann und darf. Sie kommen deswegen in ihrem Fazit zu folgendem Schluss. Die Diskussion und auch das gesellschaftliche und politische Ringen um die richtigen Lösungen für diese Situation sind notwendig und müssen mit größtmöglicher Transparenz und Ehrlichkeit in der ganzen Breite der Gesellschaft geführt werden. Und dann kommt nochmal die besonders eindringliche Formulierung: angemessene Beiträge Deutschlands zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze sind aber vor allem nur mit einer breiten Zustimmung und Teilhabe der Gesellschaft möglich. Und auch diese Punkte sind nicht neu. Im 1,5-Grad-Bericht des IPCCs und im 2011er-Bericht des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung stand das auch schon. Der ging damals sogar noch weiter und schrieb, dass erst durch die Anerkennung der Zivilgesellschaft als Mitgestalterin der Transformationsprozess legitimiert werde. In anderen Worten, in den Worten von Klimamitbestimmung jetzt, für das Gelingen der Transformation braucht es mehr Klimamitbestimmung für die BürgerInnen und den geeigneten Rahmen für eine transparente und ehrliche Diskussion in der ganzen Breite der Gesellschaft, wie es oben auch steht. Und genau dafür stehen wir. Wir möchten die Einhaltung der Pariser Klimaziele ermöglichen, indem wir den Rahmen für eine konstruktive Klimadebatte schaffen.
Dafür braucht es Klimamitbestimmung jetzt. Ich habe euch soeben dargelegt, wie sich unsere Forderung aus eurer Studie herleiten lässt. Mein Kollege Janosch wird nochmal aus politikwissenschaftlicher Sicht analysieren, warum wir bisher an der Umsetzung ambitionierter Klimapolitik gescheitert sind und dann auch unseren konkreten Vorschlag vorstellen. Danke und Attacke, Janosch. Jo, danke dir, Simon. Von mir auch erstmal nochmal Hallo in die Runde. Bevor ich euch jetzt die Lösung all unserer Probleme präsentiere oder zumindest das, was aus unserer Überzeugung einen erheblichen Teil zur Lösung beitragen kann, möchte ich nochmal kurz ein bisschen tiefer bohren, sodass wir auch wirklich verstehen, warum vielleicht der politische Wille fehlt. Und dafür habe ich euch auf der nächsten Slide nochmal, wie schon ganz zu Beginn, das Problem in Bildern mitgebracht. Hier sehen wir oben die Klimademonstration mit der Forderung, hört auf uns, hört auf die Wissenschaft, und dann unten das, was dabei rauskam, das sogenannte Klimapäckchen. Und auch hier nochmal das Zitat von Professor Edenhofer. Die Politik hat es nicht verstanden, das Notwendige möglich zu machen. Und das Dokument ist ein Ausdruck der politischen Mutlosigkeit. Und ich würde dem auch gar nicht widersprechen. Aber wir müssen uns natürlich die Frage stellen, warum? Warum sind die PolitikerInnen so mutlos in der Klimapolitik? Und wenn wir uns die Frage stellen, dann müssen wir vermutlich auch feststellen, dass es gar nicht so sehr an den individuellen PolitikerInnen liegt, obwohl das bei einigen sicherlich der Fall ist. Aber ich würde vielmehr sogar die These formulieren, es liegt noch nicht einmal primär an den Parteien, die vielleicht in der Regierung vertreten sind, sondern wir haben vielmehr ein ganz grundsätzliches Problem mit unseren politischen Institutionen. Und nein, ich werde jetzt nicht für eine Klimadiktatur argumentieren, aber es ist doch recht offensichtlich, dass wir beobachten können, dass wir es in unserer repräsentativen Demokratie, so wie sie jetzt gerade funktioniert, nicht schaffen, der Klimakrise angemessen zu begegnen. Und da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, warum ist das so? Ich habe dafür drei Punkte mitgebracht, die habe ich mal Defizite unserer Demokratie genannt. Und die sind natürlich nicht neu und ihr werdet die alle schon mal gehört haben, aber sie sind trotzdem unheimlich wichtig und deshalb ist es wichtig, dass wir noch mal kurz darauf eingehen. Dann mit dem ersten Punkt. PolitikerInnen unterliegen natürlich einem starken systemischen Zwang, sich an Wahlen zu orientieren. Das ist ja auch gut so in vielerlei Hinsicht und ist auch der Kern unseres modernen Demokratieverständnisses. Aber das Problem ist natürlich, dass unsere Wahlperioden relativ kurz sind, auch wieder aus guten Gründen. Die Klimakrise aber wiederum bringt langfristige Herausforderungen mit sich. Das heißt, die Belange derer, die bei der nächsten Wahl nicht mitstimmen können, also zum Beispiel zukünftige Generationen, haben es da im politischen Prozess einfach schwieriger als jetzt die Probleme, die unmittelbar spürbar sind, wie beispielsweise Ängste um Arbeitsplätze. Der zweite Punkt, der Einfluss von Interessengruppen. In der Klimapolitik sind die Interessen vieler sehr einflussreicher Akteure betroffen, zum Beispiel Autoindustrie, zum Beispiel Energiewirtschaft. Und auch da erzähle ich natürlich niemandem irgendwas Neues, wenn ich sage, diese Akteure stehen häufig auf der Bremse, wenn es darum geht, Klimabemühungen zu beschleunigen. Und schließlich ist es auch so, dass die Einhaltung der Pariser Klimaziele natürlich eine unglaublich große gesellschaftliche Herausforderung ist. Und wir brauchen einen grundlegenden Wandel in etlichen Bereichen unseres Lebens und unseres Wirtschaftens. Und da besteht natürlich die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung an Fragen der Klimapolitik und auch eine Gefahr des Vertrauensverlustes in unsere politischen Institutionen. Wir beobachten das ja seit Jahren und jetzt gerade wieder eindrücklich in der Corona-Krise. Diese Überschrift hier von Zeit Online bezieht sich auf Aussagen der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Aber man kann wohl auch ohne allzu große Spekulationen anstellen zu müssen, davon ausgehen, dass PolitikerInnen der Grünen sich auch solche Sorgen machen, die vielleicht einfach nur nicht öffentlich äußern, weil sie da andere Schwerpunkte setzen. Der Punkt ist, wenn es in der Klimapolitik dann wirklich konkret wird, wenn es also um spezifische Maßnahmen geht, wie zum Beispiel beim Klimapaket um die Höhe oder die konkrete Ausgestaltung von einem CO2-Preis, dann brauchen PolitikerInnen auch vertrauensvolle Informationen darüber, dass eine breite Masse der Gesellschaft wirklich bereit ist, diese Maßnahmen auch mitzutragen. Jetzt könnte man aus klimaaktivistischer Perspektive natürlich anbringen, aber wir waren doch da. Wir sehen hier das Bild mit über 1 Million Menschen auf der Straße. Also wenn das nicht
gesellschaftliche Unterstützung zeigt. Ja, das ist richtig. Aber so gut und so wichtig dieser Protest auch ist, nicht zuletzt, weil er natürlich einen Einfluss auf die öffentliche Meinung und die öffentliche Debatte hat, aber er scheint ja einfach nicht auszureichen. Und das könnte zwei Gründe haben. Der erste wäre, es bleibt die Frage, wie repräsentativ ist dieser Protest? Es sind zwar sehr viele Menschen, aber man kann auch immer die Frage stellen, spricht hier wirklich die Mehrheit und ist das die Mitte der Gesellschaft? Das kann man natürlich als Politikerin als Ausrede benutzen, aber man kann auch die ernsthafte, authentische Sorge vertreten. Das ist aber gar nicht so wichtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie sieht es denn dann wirklich aus, wenn es ans Eingemachte geht? Also an ganz spezifische Maßnahmen der Klimapolitik. Denn die Umfragen zeigen ja doch, die öffentliche Unterstützung für Klimaschutz ganz allgemein ist zwar ziemlich hoch und enorm gewachsen, vor allem seit Fridays for Future, aber wenn es um spezifische Maßnahmen der Klimapolitik geht, dann ist die Unterstützung deutlich geringer. Das zeigen die Umfragen. Sollten wir deshalb jetzt unsere repräsentative Demokratie vollkommen über Bord werfen? Nein, natürlich keinesfalls, das wollen wir nicht. Vielmehr sollten wir uns aber fragen, wenn wir diese Probleme identifiziert haben, wie können wir unsere Demokratie dann verbessern? Und hier kommt die Idee eines BürgerInnenrates zur Klimapolitik ins Spiel. Wir und auch viele andere sind da der Überzeugung, dass BürgerInnenräte unsere repräsentative Demokratie sinnvoll ergänzen können, nicht ersetzen, sondern ergänzen. Und zwar genau, weil BürgerInnenräte diese Probleme, die ich hier jetzt angesprochen habe, reduzieren können. Und jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, ja, was sind denn BürgerInnenräte überhaupt? Und dafür haben wir hier ein kurzes Video mitgebracht und vielleicht funktioniert das jetzt sogar. Ich fühle mich nicht so gut. Irgendwie klimakrank. Deutschland, was ist eigentlich mit dir los? Kannst du mir nicht helfen? Doch, ich versuche es ja. Aber es ist echt nicht so einfach. Die Menschen in Deutschland sind zerstritten. Die einen wollen mehr Klimaschutz. Die anderen haben Angst, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen oder die Wirtschaft bergab geht. Doch jetzt gibt es Hoffnung. Ein bundesweiter BürgerInnenrat zur Klimapolitik. Zufällig ausgewählte Personen werden gefragt, ob sie die Bundespolitik zum Thema Klimaschutz beraten wollen. Von den Interessierten werden 150 Menschen ausgelost, die die deutsche Gesellschaft in all ihrer Diversität repräsentieren. Über mehrere Wochenenden hinweg werden sie zu Themen des Klimawandels von unabhängigen Expertinnen und Experten informiert. Anmoderierte Diskussionen in kleinen Gruppen helfen ihnen, ihre eigenen Meinungen sowie die Bedürfnisse der anderen unter Einbeziehung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu reflektieren. Abschließend erarbeiten sie gemeinsam Empfehlungen für eine sozial gerechte und umweltfreundliche Politik. Damit zeigen sie der Regierung, was eine gut informierte Stichprobe der Gesellschaft zum Thema Klimapolitik denkt. In Frankreich, England und Irland wurden solche Verfahren bereits mit großem Erfolg durchgeführt. Und dann könnte ich dir auch endlich viel besser helfen. Du bist auch für einen bundesweiten Bürgerinnenrat zur Klimapolitik? Dann unterschreibe unsere Petition. Ja, super, hat geklappt. Genau, dann ich will noch einmal ganz schnell die vier Hauptpunkte zusammenfassen, die so einen Bürgerinnenrat ausmachen. Wir können da gerne später nochmal im Detail drüber reden. Das sind jetzt natürlich wirklich nur die Basics. Aber die vier Punkte, die wir hier auf unseren Slides mal schnell aufgelistet haben, sind natürlich einmal, wer sitzt in so einem BürgerInnenrat und wie kommt man da rein? Das sind einfache BürgerInnen, einfach in Häkchen, die zufällig ausgewählt werden. Das heißt, jeder hat die gleiche Chance, dort reinzukommen. Das ist sozusagen eine Stichprobe, ein Abbild der Gesellschaft. Als zweiter Punkt werden die Menschen dann natürlich informiert, wissenschaftlich informiert mit ausgewogenen wissenschaftlichen Informationen. Der dritte Punkt, es wird dann in kleinen Gruppen über Maßnahmen und über das Gelernte diskutiert, aber eine ganz bestimmte Form von Diskussion in der Wissenschaft nennen wir das Deliberation, wo wirklich auf den respektvollen Austausch von Argumenten geachtet wird
Und die Teilnehmenden werden dabei von professionellen ModeratorInnen unterstützt. Und zu guter Letzt übergibt der BürgerInnenrat Empfehlungen an die Politik, an die Bundesregierung zum Beispiel oder an das Parlament, je nachdem, wie das ausgestaltet ist. Mira wird darüber dann nochmal genauer sprechen. So, warum ist der BürgerInnenrat jetzt ein wirklich gutes Instrument für bessere Klimapolitik? Das sehen wir dann auf der nächsten Folie. Dankeschön. Wie schon gesagt, ein BürgerInnenrat kann genau die Defizite, die ich eben angesprochen hatte, reduzieren. Nämlich zunächst, weil die Teilnehmenden zufällig ausgewählt werden und eben nicht gewählt werden, müssen sie sich auch nicht an den Wählerstimmen orientieren, sondern können sozusagen frei darüber diskutieren und darüber entscheiden, was sie als gut und richtig und wichtig wahrnehmen und können dann Abwägungen zu bestimmten Maßnahmen treffen. Der zweite Punkt ist, dass hier nicht die Einzelinteressen von bestimmten Interessengruppen im Vordergrund stehen, sondern eben vielmehr das gesamtgesellschaftliche Interesse. Das ist zum Beispiel jetzt im Unterschied zum normalen Gesetzgebungsprozess, wo natürlich Interessenverbände ihre Interessen versuchen einzubringen in den politischen Prozess, aber auch zum Beispiel verglichen zu sowas wie der Kohlekommission, wo dann auch Interessengruppen drin sitzen. Und als letzten Punkt ist der BürgerInnenrat hier nämlich in der Lage, der Politik wirklich glaubwürdige oder vertrauensvolle Informationen darüber zu liefern, über die Akzeptanz ganz bestimmter und sorgfältig abgewogener Klimapolitik, weil der BürgerInnenrat nämlich eine Art Stichprobe der Gesellschaft ist und er kann die Frage beantworten, was würde die Gesellschaft als Ganzes empfehlen, wenn sie die Zeit und die Möglichkeiten hätte, sich mal intensiv mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen und anschließend ihre Ansichten zu ganz bestimmten Maßnahmen mit anderen zu diskutieren und abzuwägen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, das klingt ja alles erstmal ganz gut, aber was für Klimaschutzmaßnahmen empfehlen BürgerInnen denn dann eigentlich? Und vielleicht auch, worauf muss man achten, wenn man einen KlimabürgerInnenrat dann auch wirklich umsetzen möchte, damit er wirklich den Einfluss auf die Politik hat? Das sind gute Fragen. Und deshalb wird Mira jetzt auch darauf eingehen. Go for it. Ja, vielen Dank, Janosch. Einen schönen guten Abend auch nochmal von mir. Vielen Dank, dass ihr da seid und uns eure Zeit schenkt. Die beiden haben jetzt so einen sehr großen Bogen, Argument gesponnen. Und ich möchte jetzt nochmal ganz konkret auf Bürgerräte, BürgerInnenräte eingehen, welche Erfahrungen es bisher damit in anderen Ländern gab und auch welche wissenschaftlichen Hintergründe es eben auch dafür gibt, warum sie Bewegung in die Klimapolitik und in andere kontroverse Fragen bringen können. Das ist der letzte Teil, danach haben wir noch circa 20 Minuten für Fragen, Rückfragen von euch reserviert, deshalb hier auch nochmal der Hinweis, ihr könnt die sehr gerne eure Fragen auf Tweetback stellen und wir werden dann danach darauf zurückkommen und sie versuchen bestmöglich zu beantworten. In meinem Teil gehe ich jetzt zum ersten darauf ein, warum BürgerInnenräte Veränderungen bringen können. Also was ist das Besondere an diesem Prozess, den Janosch schon umrissen hat? Dann das Zweite, welche Faktoren sind entscheidend für den politischen Einfluss von BürgerInnenräten? Also wenn wir einmal diesen Raum für Gespräche, für Handlungsempfehlungen haben, die Handlungsempfehlungen sind da, schaffen wir es, dass die in der Politik umgesetzt sind? Und drittens nochmal der größere Ausblick, ja, wie ist das denn jetzt mit Demokratie, Klimaschutz? Auch nochmal zurück auf die Frage, die wir ganz zu Anfang gestellt haben, wie da euer Vertrauen aussieht. Und da möchte ich auf jeden Fall auf einer hoffnungsvollen Note enden. Dann gehen wir weiter, Enno. Genau, warum können BürgerInnenräte Veränderungen bringen? Zum einen nochmal ganz wichtig, die Forderung hört auf die Wissenschaft. Hier können BürgerInnenräte wirklich eine Brücke bauen. Das heißt, der breite Stand der Wissenschaft wird bei einem BürgerInnenrat dargestellt. Also es sind dann wirklich 20, 30 oder mehr WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Fachbereichen, die eingeladen werden und ebenso dann die Breite der wissenschaftlichen Erkenntnisse darstellen, verschiedene Szenarien darstellen, wirklich sagen, das sind die Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Wenn wir das nicht machen,
dann müssen wir darauf verzichten, dass hier wirklich klar wird, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir SUVs weiter erlauben, welche Kosten müssen wir dann als Gesellschaft dafür bezahlen? Und hier ist dann auch der dritte Punkt sehr wichtig. Der Stand der Wissenschaft wird dadurch für alle leicht zugänglich und kann dadurch auch die gesellschaftliche Debatte insgesamt bereichern, weil das, was in einem BürgerInnenrat passiert, nicht dort bleibt, sondern es wird über Videos von den Vorträgen, von den Debatten für alle zugänglich gemacht. Das heißt auch, es haben ja dann nur ca. 150 Menschen die Chance, dass sie zufällig ausgewählt wurden, dort teilzunehmen. Was können eben alle teilhaben, sich das anschauen und ihre eigene Meinung bilden. Und da ist eben die Hoffnung, dass insgesamt die Handlungsmöglichkeiten unserer Gesellschaft viel offensichtlicher werden. Dann ein ganz wichtiger und spannender Punkt ist, dass BürgerInnenräte es schaffen, dass die Menschen viel gemeinwohlorientierter denken. Und zwar hat es da in Irland, wo es schon einige BürgerInnenräte gegeben hat, auch eine Studie zugegeben, wo die ForscherInnen wirklich zeigen konnten, es macht einen Unterschied, ob wir Menschen nur in Anführungszeichen Informationen geben, Informationen sind ja schon mal super, oder ob wir den Menschen Informationen geben und sie dann noch gemeinsam in einen Raum bringen, wo sie respektvoll miteinander diskutieren können und dann gemeinsam überlegen, wo wollen wir hin. Und das ist toll, dass dann mit diesem Austausch von Perspektiven im Gespräch mit anderen der Fokus einfach viel mehr auf das große Ganze, auf die Gesellschaft gelenkt wird und darauf, wie wir gemeinsam die Klimakrise angehen. Dann ganz wichtig, auch hängt damit zusammen, was ich vorher erklärt habe, ist, dass die Hoffnung ist, dass dadurch auch die Akzeptanz dieser Klimamaßnahmen viel höher ist, weil sie von der Breite der Gesellschaft kommt, weil ganz normale Menschen, die gemeinsam entwickelt haben und dadurch, dass es eine fast repräsentative Stichprobe der Bevölkerung ist, kann eigentlich auch jeder sagen, ja, da sitzt jemand, der oder die meine Perspektive mitdenkt und ich kann darauf vertrauen, dass da was Gutes stattfindet. Ich muss aber auch nicht blind vertrauen, weil ich es mir ja immer nochmal angucken kann. Und der Punkt, nochmal zurück zu Janosch, auch kleiner Kreis, großes Signal an die Politik, dass hier wirklich dann, das ist ja auch wie ein Geschenk, dass man sagt, hier, das ist eine Stichprobe aus der Gesellschaft und die gesagt haben, mit den Informationen wollen wir diese Politik und das ist viel aussagekräftiger als eine einfache Umfrage, weil hier bei einem BürgerInnenrat die Menschen auch selber den Raum bekommen, zu sagen, wir entwickeln selber Vorschläge, wir machen neue Vorschläge, setzen neue Akzente. Also hier, das ist auch nochmal eine viel stärkere Form der Mitsprache, die da ermöglicht werden kann. Das also nochmal zum Hintergrund. Wie sieht denn jetzt ein BürgerInnenrat aus, beziehungsweise was für Handlungsempfehlungen kommen dabei raus? Und da habe ich zwei Beispiele euch mitgebracht. Zum einmal Irland, wo ein BürgerInnenrat zu verschiedenen Themen getagt hat. Hier am bekanntesten ist dann zum Beispiel die Entscheidung zur Abtreibungsreform. Er hat sich aber auch zu Klimapolitik geäußert. Und da habe ich zwei Empfehlungen rausgesucht, die ich finde, die schon mal spannend sind zu sehen, was so ein BürgerInnenrat dann produzieren kann. Zum einen hier das Zitat, der Staat soll den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln gegenüber dem Bau von neuen Straßen priorisieren. Und zwar mindestens im Verhältnis 2:1. Und da haben die Teilnehmenden des BürgerInnenrates in Irland darüber abgestimmt. Damit ist auch klar, 92% der Teilnehmenden haben das unterstützt. Und hier haben wir eben schon eine ganz klare Ansage. Wir wollen die Priorität und auch in Zahlen. So viel wollen wir, dass da mehr Geld investiert wird, woran dann auch die Politik wieder gemessen werden kann. Und auch ein sehr spannender Punkt, die Teilnehmenden, 98% der Teilnehmenden haben gefordert, dass der Klimawandel bei allen politischen Entscheidungsprozessen mitgedacht werden muss. Und ganz konkret haben sie gesagt, wir möchten, dass es ein unabhängiges Gremium gibt, was alle Gesetzgebungsvorschläge daraufhin überprüft, ob sie mit den Klimazielen der irischen Regierung kompatibel sind und auch bestehende Gesetze daraufhin überprüft. Das heißt, hier kommen wir dann auch, das ist sehr spannend, weil wir ja auch BürgerInnenräte als Ergänzung zu unserer Demokratie vorschlagen und es ist doch spannend, wie dann BürgerInnenräte das weitertragen können und sagen, ja, und wir haben jetzt weitere Empfehlungen, wie wir
unsere demokratischen Prozesse ein bisschen anders gestalten können, damit eben der Blick auf unsere Zukunft und auf die Klimakrise gelenkt wird. Das zu Irland. Jetzt noch ein ganz aktuelles Beispiel aus Frankreich. Dort hat der BürgerInnenrat im Juni diesen Jahres seine insgesamt 149 Handlungsempfehlungen vorgestellt. Die kann ich euch natürlich nicht alle jetzt hier vorstellen. Deshalb habe ich hier auch drei rausgesucht, die auch wieder, finde ich, spannende Aspekte abdecken. Zum einen wieder die grundsätzliche Richtungsentscheidung. Also hier dieses Zitat, die Republik garantiert die Bewahrung der Artenvielfalt, den Erhalt der Umwelt und den Kampf gegen den Klimawandel. Das haben die Teilnehmenden vorgeschlagen, soll in den ersten Artikel der französischen Verfassung aufgenommen werden. Mit auch verbunden mit einem Volksentscheid soll das wohl passieren. Und das heißt hier, das würde aber auch ganz klar das als Standard setzen, der ja dann auch einklagbar wäre. Das heißt, BürgerInnenräte können so grundsätzliche Richtungsentscheidungen vorschlagen und dann aber auch ganz konkret, wie denn eine Regelung zum Beispiel zum Fliegen aussehen könnte. Und wir wissen, Inlandsflüge sind sehr schädlich, sehr klimaschädlich. Gleichzeitig sind andere Leute, die sagen, ja, aber ich will möglichst schnell von A nach B kommen. Und da haben die Teilnehmenden gesagt, gut, wir erkennen das an. Sie haben ja gemeinsam darüber diskutiert und haben gesagt, wir finden, es ist vertretbar, wenn ab 2025 Inlandsflüge verboten werden, solange es eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative gibt, die nicht länger als 4 Stunden dauert. Das heißt, sie haben mir auch gesagt, okay, aber es ist auch legitim zu sagen, nur schnell geht eben nicht. Und soziale Gerechtigkeit war in Frankreich ein sehr großes Thema. Ihr erinnert euch, die Gelbwesten-Proteste sind auch diesem Klimabürgerinnenrat vorausgegangen, die sich besonders an einer sozialen oder sozialen Fragen entzündet haben, weil eben, wenn man nicht aufpasst, klimapolitische Maßnahmen ja auch arme Menschen besonders stark treffen können. Nur ein interessantes Beispiel von Frankreich ist, dass sie gesagt haben, ja, zum Beispiel sollten nachhaltig produzierte Lebensmittel für alle zugänglich sein. Es sollte nicht etwas für wohlhabende Menschen sein, sondern jeder sollte dazu Zugang haben. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Wie müssen BürgerInnenräte eingeführt werden, dass sie auch politisch was bewegen können. Und ich habe dazu meine Masterarbeit geschrieben, also dass ich verschiedene BürgerInnenräte verglichen habe, mir die Faktoren angeschaut habe. Und dabei ist für mich wirklich ganz zentral der Punkt politische Einbettung von Anfang bis zum Ende. Das heißt, dass idealerweise ein BürgerInnenrat von der Regierung einberufen wird, dass dann die Regierung auch direkt sagt, diese konkrete Fragestellung geben wir an die Teilnehmenden und dass sie auch Zusagen machen für danach. Also Macron hat das sehr stark gemacht. Er ist das Bild hier, da war er auf der, auch beim französischen Klimabürgerinnenrat und hat gesagt, ich verpflichte mich, ihre Empfehlung ohne Filter umzusetzen. Und jetzt zeigt sich aber auch, es braucht wirklich auch über diese ganze Zeit eines BürgerInnenrats vom Anfang bis zum Ende zivilgesellschaftliches Engagement und öffentlichen Druck. Zum einen, damit ein BürgerInnenrat einberufen wird und danach aber auch, damit diese Empfehlungen umgesetzt werden. Und da werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen, wie das in Frankreich vor sich geht. Jetzt zum Abschluss nochmal die größere Frage Demokratie und Klimapolitik. Wir haben auch ganz bewusst gesagt, wir sind überzeugt, dass es einen BürgerInnenrat zur Klimapolitik für Deutschland braucht, weil wir damit sowohl die Unzufriedenheit mit unserer Demokratie angehen wollen, als auch Bewegung in die Klimapolitik bringen möchten. Denn ein BürgerInnenrat ist ja auch die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen Sie als Bürgerinnen ernst, wir wollen Ihre Meinung haben. Und wie ich eben ja auch schon gesagt hatte, ist es wirklich es geht um weitreichende Formen der Mitbestimmung. Und wie wir aber bei den Handlungsempfehlungen, die ich jetzt beispielhaft vorgestellt habe, auch gesehen haben, ist, dass BürgerInnenräte weitreichende Empfehlungen geben, die bisher immer
jetzt bei der Klimapolitik zum Beispiel, über das hinausgegangen sind, was die Politik zu dem Zeitpunkt bereit war zu tun. Das heißt, es geht hier um ein Signal, wir brauchen mehr Demokratie, wir brauchen, und dann durch dieses mehr Demokratie, mehr Mitsprache, kommen wir auch zu besserer Klimapolitik. Und das ist für mich, das gibt mir auch wirklich Hoffnung, weil wenn man sich BürgerInnenräte anschaut, wie sie aufgebaut sind, also dass alle Menschen teilnehmen, dass alle Zugang zu den Informationen bekommen, dass alle mitentscheiden können nachher, das kommt dem demokratischen Ideal viel näher. Und das heißt, das zeigt doch, wir brauchen mehr Demokratie für guten Klimaschutz. Wir müssen einander mehr vertrauen. Und da ist eben dann die Prozessgestaltung sehr wichtig. Und da haben Bürgerräte, BürgerInnenräte gezeigt, dass sie gute Lösungen bringen können. Genau. Und jetzt nochmal zurück, wir brauchen aber politische Einbettung, wir brauchen öffentlichen Druck und deshalb haben wir von Klimamitbestimmung jetzt eine Petition an den Deutschen Bundestag gestartet, die ist jetzt online. Es wäre wunderbar, wenn ihr uns unterstützen könnt, die unterschreiben könnt, sie mit eurem Umfeld teilt, dass wir wirklich ein klares Zeichen setzen. Wir brauchen einen BürgerInnenrat. Das wird von vielen, vielen Menschen gefordert. Und genau, hier oben seht ihr auf unserer Webseite petition.klima-mitbestimmung.jetzt. Da bekommt ihr nochmal Informationen und könnt dann direkt unterschreiben. Und jetzt bedanke ich mich nochmal sehr für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit an die DolmetscherInnen, für ihre Arbeit. Ich hoffe, wir haben nicht zu schnell gesprochen. Und jetzt sind wir bereit für eure Fragen und sind gespannt, was ihr uns auf Tweetback geschrieben habt. Vielleicht mag Enno noch mal genau. Hier seht ihr das noch mal mit unseren unterschiedlichen Social-Media-Kanälen. Einmal noch aufnehmen, das, was Mira gesagt hat, mit den Petitionen verbreiten. Ich rufe euch noch mal in Erinnerung. Fridays for Future, die Delegiertenabstimmung hat ergeben, 95% der Delegierten waren der Meinung, dass Fridays for Future alles geben sollte, damit wir dieses Quorum von 50.000 Leuten in den nächsten jetzt noch 3 Wochen erreichen. Also ihr seid die größte und lauteste Umweltbewegung aller Zeiten. Wir hoffen, dass wir auch da eure Stimmen und eure Zahlen bekommen. Jetzt hatte in der Zwischenzeit Mira vielleicht die Möglichkeit, in den Tweetback zu schauen. Nein, noch nicht. Da sind auf jeden Fall 2 Fragen, die ich eher an meine Politikwissenschaftler stellen würde. Da würde ich mal als erstes von YouTube... Wo war das? Genau, wie sollen die Empfehlungen des Rates umgesetzt werden? Mit Referenden oder von Seiten der Regierung? Ja, ich denke, das ist natürlich ist beides möglich. Vielleicht ist das jetzt eine Frage, wie wir das sehen. Soweit ich weiß, haben wir uns dann nicht spezifisch positioniert. Allerdings ist es in unserer Petition so, dass dort im Text steht, die Regierung möge sich verpflichten, die Empfehlungen in ihrer Gesetzgebung ernsthaft zu berücksichtigen. Ich weiß nicht den genauen Wortlaut. Das würde dann voraussetzen, dass es kein Referendum im Anschluss gibt. Also es gibt dort unterschiedliche Modelle und gibt da eben auch unterschiedliche Meinungen zu, wer das eine oder das andere besser findet. Genau. Mira, willst Frankreich, du noch ergänzen? Kurz, Frankreich war es so, dass den Teilnehmenden, soweit ich weiß, offengestellt wurde, ob sie eine Empfehlung, die sie verabschiedet haben, direkt an das Parlament geben möchten oder ob sie es besser fänden, wenn es darüber ein Referendum gibt. Und dann haben sich die Bürgerinnen und Bürger eben so entschieden, ich glaube, das 149 Empfehlungen waren es insgesamt und davon sollten, glaube ich, 3 in ein Referendum gehen. Das nagelt mich nicht auf die genauen Zahlen fest, aber so war es ungefähr, glaube ich. Also die Zahlen stimmen und ich finde, also vielen Dank für die Frage. Genau, weil diese Gefahr, die dort in der Frage angesprochen ist, und zwar, dass eben dann in einem Referendum vielleicht die ja informierten Handlungsempfehlungen wieder rückgängig gemacht werden könnten, wenn wir es noch nicht geschafft haben, mit einem BürgerInnenrat den Rest der Bevölkerung mitzunehmen und zu informieren. Diese Gefahr besteht tatsächlich. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal träumen
dürfte, ne, und sagen würde, wir schaffen es, BürgerInnenräte und Beteiligungsverfahren auf Bundesebene, auf Landesebene, in Städten einzuführen und es schaffen, eine unabhängige Medienlandschaft gegen diese Filterblase anzugehen. Also wenn wir ein gutes Gesprächs- und Informationsklima im ganzen Land haben, dann denke ich, ist das irgendwann gar nicht mehr so ein Problem, dass dann sind Volksentscheide eine tolle Möglichkeit. Aber es hat tatsächlich auch schon Fälle gegeben, zum Beispiel mit einer, in 2004 gab es sehr früh einen BürgerInnenrat zu einer Wahlrechtsreform in einem kanadischen Bundesstaat. Und da haben dann die Menschen das Ergebnis abgelehnt, aber mehr, weil anscheinend sie zu wenig Informationen dazu hatten. Das heißt, hier muss man sehr aufpassen, wann man das miteinander kombiniert und wann man eben sagt, hier geht es auch um so Detailfragen, ist es wirklich dann gut, die zu einem Volksentscheid zu stellen. Wir haben natürlich aber dann durch die Regierung nochmal eben den weiteren Filter da, dass die nochmal dann schauen, setzen sie es um, setzen sie es nicht um. Da ist dann auch nochmal die Angst, dass dann Sachen nicht umgesetzt werden. Also es ist einfach ein Spannungsfeld, ein demokratisches, und dadurch, dass BürgerInnenräte ja auch ein neues Instrument sind, müssen wir da noch ausprobieren. Aber die Möglichkeiten auf jeden Fall sind da und man kann auch nie wirklich voraussagen, was für eine Eigendynamik das annehmen wird. Denn ein BürgerInnenrat, die Handlungsempfehlungen sind ja dann da. Und wie das dann, was das für Dynamiken anstoßen wird, zusammen mit Protesten, zusammen mit verschiedenen anderen Ereignissen, das kann man ja gar nicht vorhersehen. Und das finde ich jetzt aber eben auch sehr spannend, dass wir das ausprobieren. Danke, Mira. Aktuell ist es ja mit den Volksentscheiden auf Bundesebene, wenn ich weiß, soweit ich informiert bin, sowieso erstmal noch nicht möglich. Das heißt, wenn der Bürgerrat jetzt nächstes Jahr stattfinden wird, dann ist es unwahrscheinlich, dass bis dahin Referenden auf Bundesebene eingeführt werden. Das heißt, für unsere konkrete Forderung spielt das jetzt gar nicht so eine Rolle. Korrigiert mich die anderen beiden, wenn ich da in der Beschreibung jetzt falsch liege. Sonst würde ich jetzt zur nächsten Frage kommen. Werdet ihr von den Grünen gesponsert? Die haben doch jetzt auch BürgerInnenräte in ihr Programm aufgenommen. Vielleicht darf ich da ganz kurz. Finde ich super, dass ihr diese Nachricht mitbekommen habt. Ich finde es auch klasse, dass Tagesschau und alle möglichen darüber berichtet haben und dass ihr da auf Zack seid. Wenn ihr das verfolgt habt, wir haben uns letztes Jahr gegründet, vor über einem Jahr. Da hat bei den Grünen noch fast keiner einen Hahn danach gekräht. Das heißt, ich kann ganz klar sagen, wir sind nicht von den Grünen gesponsert. Wir begrüßen aber, dass immer mehr Parteien sich dafür aussprechen, dass es PolitikerInnen bei der CDU gibt, bei der SPD und auch bei den Grünen, bei anderen Parteien. Wir merken, dass da ein neuer Konsens in diese Richtung auf dem Weg ist und es ist sehr spannend, davon Teil zu sein. Ich weiß nicht, ob die anderen da noch was ergänzen wollen, sonst kommt es. Ich würde direkt mal zur nächsten Frage übergehen, weil ich glaube, wir müssen schon schauen, dass wir alle Fragen schaffen. Auch nochmal der Hinweis, ihr könnt auch gerne bei Fragen liken. Wenn euch eine Frage besonders interessiert, dann wissen wir, welche Frage wir als erstes vielleicht beantworten sollen. Ich würde nochmal gerne auf die Frage eingehen, die gestellt wurde, wie werden denn die Menschen ausgewählt? Und zwar würde ich da mal das Beispiel Großbritannien nehmen, wo dieses Jahr auch ein Klimabürgerinnenrat stattgefunden hat. Und dort war das so, dass erstmal 30.000 Menschen zufällig ausgewählt wurden und einen Brief bekommen haben, mit der Einladung teilzunehmen. Und da wurden auch ein paar Daten abgefragt, jetzt, welches Geschlecht haben sie, wie alt sind sie, Bildungshintergrund, wie ist ihre Einstellung zum Klimawandel, um aufgrund von diesen Daten eben sicherzustellen, dass dann in einem zweiten Schritt, also es kam dann die Rückmeldung und dann wurde nochmal von diesen Rückmeldungen ein zweites Mal zufällig ausgewählt, die insgesamt dann die Teilnehmenden für den BürgerInnenrat. Und da wurde aber eben auch über, das nennt sich dann stratifizierte Stichprobe, sichergestellt, dass eben die Vielfalt der Bevölkerung nach Kriterien wie Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund, Einstellung zum Klimaschutz in diesem BürgerInnenrat dann repräsentiert ist. Also es ist ein zweistufiges Verfahren, um wirklich sicherzustellen, dass die Breite der Gesellschaft abgebildet ist.
Ich habe auch noch mal eine sehr, sehr spannende Frage mir rausgesucht. Und zwar ist die, wird das nicht eine Rosinenpickerei? Also die Empfehlung, also dass beispielsweise einige Empfehlungen rausgesucht werden, aber andere, die jetzt möglicherweise nicht den Logiken des kapitalistischen Systems entsprechen würden, dass die dann nicht aufgegriffen würden. Und das ist auf jeden Fall eine sehr relevante und sehr interessante Frage. Und also in der Wissenschaft gibt es auch ein ähnliches Wort, da heißt es dann Cherrypicking. Und da wissen wir natürlich noch nicht besonders viel zu, weil es diese Prozesse auf nationaler Ebene noch nicht so oft gegeben hat, jetzt in Frankreich, in Irland und in Großbritannien. Aber was wir auf jeden Fall vermuten könnten oder spekulieren können, ist natürlich, dass so eine Rosinenpickerei dann stark davon abhängig ist, was genau die Fragestellung ist und auch, wie viele Empfehlungen beispielsweise gegeben werden. Wenn wie in Frankreich die Fragestellung relativ offen ist und es werden dann 149 Empfehlungen gegeben, dann ist die Rosinenpickerei natürlich ein bisschen einfacher. Und das, obwohl Macron in Frankreich gesagt hat, dass er die Empfehlung wirklich direkt ans Parlament und ohne Filter weitergeben wird. Wenn es allerdings jetzt der Fall wäre, dass er das gesagt hätte und es gäbe nur zwei Empfehlungen, dann wären die natürlich in der Öffentlichkeit viel präsenter und würden viel mehr diskutiert werden. Und dann wäre auch die Rosinenpickerei deutlich schwieriger. Aber wie gesagt, da wissen wir noch nicht viel drüber und da geht es viel auch um die Details, wie sowas ausgestaltet wird. Und da würde ich gerne auch nochmal ergänzen. Natürlich, also es ist der politische Prozess und es ist nachher offen. Allerdings haben wir auch in Frankreich gesehen, dass öffentlicher Druck unglaublich viel ausmacht. Also zum Beispiel die Teilnehmenden haben jetzt einen Verein gegründet, eine Webseite, wo sie wirklich also einen Tracker haben, ob die Regierung ihre Empfehlungen umgesetzt hat, inwieweit, ob das grün, orange oder rot ist. Und sie werden auch immer wieder, das hat Macron zugesagt, immer wieder konsultiert, dass sie wirklich öffentlich auch sagen können, wir sind zufrieden damit, wie das umgesetzt wird oder nicht. Das heißt, hier gibt es wirklich Möglichkeiten, um dieses Rosinenpicken zu verringern. Und wie gesagt, es liegt dann nachher auch an der Zivilgesellschaft, was sie mit diesem Handlungskatalog eines BürgerInnenrats dann macht. Ich möchte nochmal auf die Frage eingehen, wo ich gesehen habe, das haben auch einige nochmal unterstützt, diese Frage, und zwar, wie werden die ExpertInnen ausgewählt? Und da ist es so, dass wenn jetzt die Regierung sagt, wir möchten so einen BürgerInnenrat einberufen, dann geht es an eine unabhängige Organisation, die wiederum ein sage ich mal, Leitungsgremium einsetzt. In Frankreich waren das bekannte Personen, zum Beispiel Laurence Tubiana, die das Pariser Klimaabkommen für Frankreich federführend mitverhandelt hat, und Thierry Pech, also das sind Leute, die fachliche Expertise haben, aber auch gesellschaftlich anerkannt sind, und die dann wiederum ein wissenschaftliches Gremium aufsetzen. Und dann wiederum gibt es nochmal ein größeres Gremium an WissenschaftlerInnen, die dann Vorträge halten. Und das wird aufgrund ihrer fachlichen Expertise nach wissenschaftlichen Kriterien geregelt. Ich möchte ja auch noch mal darauf hinweisen, weil wir auch schon öfter die Frage bekommen haben, ja, aber werden dann nicht die Teilnehmenden manipuliert? Ich würde sagen, nein, weil zum einen es eine sehr große Bandbreite an Menschen gibt, die eingeladen sind. Also es sind oft nicht nur 20, 30, 40 ExpertInnen, sondern auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, aus der Industrie, die aber immer auch zu mehreren auf einem Podium sitzen. Und da kann also niemand die Debatte dominieren. Und ich möchte eher die Gegenfrage stellen, was wäre denn, wenn keine ExpertInnen da wären? Weil dann würden die BürgerInnen mit dem Wissen, Halbwissen, fehlenden Informationen aus den Medien oder sonstigen Nachrichtenkanälen dorthin kommen und aufgrund dieses Halbwissens Sachen entscheiden. Und dann sage ich dann, und da wissen wir nicht, woher diese Informationen kommen, wie unabhängig die sind, ob das wirklich alle Handlungsmöglichkeiten sind, die wir haben. Und deshalb denke ich, ist es viel besser, dass wir das Wissen aus der Wissenschaft nutzen, wie er auch sagt, hört auf die Wissenschaft, und dann, und das aber
Demokrat mit einem demokratischen Mittel verbindet, dass eben dann die Bürgerinnen und Bürger sagen, okay, das sind die Erkenntnisse, wie können wir das jetzt mit unseren Bedürfnissen und vereinbaren und was wollen wir als Gesellschaft damit machen? Darf ich mir noch eine Frage aussuchen? Dann mache ich jetzt hier nochmal die Frage, kann ein Bürgerrat die Ansprüche an demokratische Mitsprache so stark erhöhen, dass das Vertrauen in die Institutionen, diesen Ansprüchen zu genügen, noch weiter sinkt? Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, die anderen beiden können da auch gleich noch mal was zu sagen. Wir haben mal mit ein paar Teilnehmenden von den Bürgerräten gesprochen. Und was dabei eigentlich rumkommt, ist, dass die Leute, die mal für 6 Wochenenden Teilnehmende in solchen Prozessen waren, merken, wie wahnsinnig kompliziert eigentlich politische Entscheidungen und solche Abwägen sind. Und die merken dann, haben ein viel stärkeres Verständnis dafür, wie schwer eigentlich der Job von PolitikerInnen ist. Und die fühlen sich wahnsinnig gewertschätzt in dem, dass sie daran beteiligt werden sollen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Hilfsmittel und es soll die parlamentarische Demokratie nicht abschaffen. Und ich glaube auch nicht, dass das Vertrauen in die Institutionen dadurch noch eher sinken wird, sondern stattdessen vielmehr, dass eine Ergänzung für unsere Demokratie bedeutet, die dann auch das Vertrauen auch in die repräsentative Demokratie stärkt, wenn man das Gefühl hat, okay, die hören aber auf den Klima oder auf den Bürgerrat. Also das ist natürlich eine gewisse Bedingung dabei, dass dann die Empfehlungen von dem BürgerInnenrat tatsächlich irgendwo auch in der Politik ein Gehör finden. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann das tatsächlich nach hinten losgehen. Vielleicht wollen die anderen beiden dazu was sagen. Deswegen betonen wir auch immer, dass es uns wirklich um ein starkes politisches Mandat und um ein hohes politisches und gesellschaftliches Interesse an diesem BürgerInnenrat geht. Ja, also wir werden gleich abgeschnitten, deshalb müssen wir langsam zum Ende kommen. Aber ja, das, also genau dieser Punkt ist einer der Punkte, die wirklich am häufigsten schon in wissenschaftlichen Studien untersucht wurden. Und es ist tatsächlich so, dass nicht nur die Leute, die teilnehmen, ihr Vertrauen oder ihre Selbstwirksamkeit erhöhen, sondern auch nur die Leute, die davon hören, dass es sowas wie BürgerInnenräte gab, die haben eine erhöhte politische Selbstwirksamkeit. Das heißt, dass sie Vertrauen darin haben, dass sie auch was bewegen können. Und auch höheres Vertrauen in das politische System. Also das sind wirklich einige der Studien, die es dazu gibt. Und jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Ja, ich glaube, wir haben noch eine Minute. Okay. Von daher, genau, ich würde auch hier kurz die Gegenfrage stellen, ist denn eine Alternative, dass wir einfach so weitermachen wie bisher? Und da würde ich sagen, nein. Also ja, wir brauchen wieder mehr Vertrauen in die Politik, wir brauchen Vertrauen ineinander. Das hören wir auch immer wieder, dass Menschen fragen, ja, aber können wir das denn einfach? Können das die Leute, die bei einem BürgerInnenrat ausgewählt sind? Und das Tolle ist halt, dass sie es können. Und genau, und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Unterschreibt unsere Petition, unterstützt uns sehr, sehr gerne und einen schönen Abend noch.